Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir die ersten richtig schönen neuen Gebäude hier erhalten, ihr seht es ja schon. Wir haben unseren Marktplatz umgestellt und haben Kühe und eine Käserei. Bedeutet, wir können bald Käse verkaufen. Lecker Käse. Jetzt ist dann nur die Frage, wo stellen wir das Ganze hin? Weil irgendwie machen sie sich den Aufwand und laufen da außen rum. Deswegen würde ich sagen, tun wir heute hier diesen Zaun verwirklichen, dass der weitergeht. Damit die sich vielleicht mal nicht nur außen rumlaufen. Ich verstehe nicht, wie da das Tracking-System ist, dass man sagt, hey, wir laufen einmal außen rum, das wird geil. Ganz komische Sache. Deswegen würde ich sagen, bearbeiten und wir nehmen noch ein paar von diesen tollen Teilen. Warum nicht? Kann ich WSD nehmen? Ja. Ich nehme doch die Pfeiltasten, weil ich es gewohnt bin vom gestern Aufnehmen. Vom Aufnehmen von Schlacht um Mittelerde. Das ist eine meiner, oder das ist die bestlaufende Serie, die ich aktuell habe. Neben Foundation. Das ist immer eine andere, einzige andere zweite Serie. Und ich überlege aktuell, ob ich heute Abend, wo ich das hier aufnehme, also am Samstag, entweder heute oder morgen streame. Das bringt euch jetzt viel, wenn ich das hier sage, ne? Weil, wenn ich das hier sage, dann ist das schon geschehen. Aber, damit ihr einfach wisst, dass ich wahrscheinlich in der nächsten Zeit ein paar Mal mehr streamen werde, weil ich mir gedacht habe, muss auch mal wieder sein. Und vor allem könnte das, glaube ich, sehr interessant werden. Mit dem aktuellen Stand von Schlacht um Mittelerde, weil das gern gesehen wird. Und das mal so ein, zwei Stündchen zu streamen, ist bestimmt gar nicht doof. So. Ich würde mal sagen, Baubeginn. Ein paar Bretterchen, die kriegen wir locker hin. Fisch wird eng, oder? Wir haben 8 Käse auf Lager, 0 Milch. Schließen sich aber auch immer weniger Leute an. Es fehlt an Essen. Und es fehlt voll vielen an Kirche. Wir müssen unsere Kirche erweitern. Heieiei. Haben wir neue Teile erhalten vielleicht? Die halten ja auch keine Personen. Wie sehe ich denn, wie viel da aktuell oder für wie viel? Für wie viel dieses Gebäude denn gedacht ist? Irgendwo müsste ja stehen. Jo, da passen so und so viele Leute rein. Oder können wir vielleicht bald eine normale Kirche machen? Größe 5. Ah, hier, das ist wahrscheinlich die Größe, oder? Warte mal. Allgemein. Größe 40. Also passen da wahrscheinlich 40 Leute rein aktuell. Priest, none. 0 Pfarrer zugewiesen. Ja, wie mache ich denn einen Pfarrer? So ein Hauptgebäude bringt nochmal 20. Und wenn ich sage, ich drehe das Teil jetzt und setze das hier so hin. So eine ganz weirde Konstruktion im Grunde. Ich habe außerdem eine neue Maus. Deswegen könnte es teilweise sein, dass mein Teil hier ein bisschen quietscht. Dann würde ich das aber hier hinsetzen, oder? Scheiße, wenn er sich hier... Oh. Beförderung zu Bürgerlichen. Ach, heißt es, die kriegen einen Lohn oder was? Der hat mir schon einen Bürger. Heißt es, die kriegen einen höheren Lohn oder was? Nee, das lassen wir mal. Sonst müsste man ja sagen, okay, man setzt hier jetzt zum Beispiel noch einen Glockenturm hin.
Ja, das schaut ja dann auch ganz komisch aus. Da müsste man eigentlich eine komplett neue Kirche designen. Einfach eine komplett frische Kirche. Aber wie viel kostet, würde das jetzt kosten? Dann hätten wir eine Größe von... Wenn ein Teil 20 hat... Wir haben 91 Leute, Leute. Eieiei. Größe 10 wird, wenn ich das hier anstecke. Das ist auch nicht das Ziel, oder? Das Waren. Wir machen das jetzt einfach mal, weil wir brauchen es einfach. Deswegen, wir setzen das jetzt hier hin. Schöne Weitung A. Hält auch nochmal 10 Leute. Das ist jetzt sozusagen dieser nächstbeste Eingangsbereich. Den kann ich nur in den Hauptteil setzen. Der geht gar nicht in den Nebenraum. Was soll denn das jetzt? Das ist ja voll ekelhaft. Hier auch nochmal einen hinsetzen. Mal nach hier oben setzen, zack. Dann sollten wir um 80 erweitert haben. Würde ich sagen, Bau beginnen. Das wird eine dezent große Kirche und hat jetzt dann 120 Plätze. Bedeutet, wir haben jetzt eigentlich für voll viel auch genug Kirchenplatz. Wenn hier steht, für zwei Leute fehlt es an dem, dann heißt es doch, für zwei Leute fehlt es an Essen, oder? Wir haben voll viel Nahrung auf Lager, Jungs. Wie viel haben wir denn jetzt aktuell? Kann ich das hier irgendwo sehen, wo ich sehe zum Beispiel so und so viel haben wir auf Lager. Als einziges ist hier Brot, doch Brot haben wir 46 auf Lager. Wir haben... Fisch sehe ich hier nicht. Fisch, wie viel Fisch haben wir denn auf Lager? Das war doch hier unten irgendwas Lager, oder? Fisch 20. Oh. Ich glaube, uns geht der Fisch aus. Und ich glaube auch bald das Brot. Ah, es wird schon wieder um eine Audienz gebeten. Ja, was wollen Sie? Was wollen Sie? Sie wollen Brot. Ja, gibt ihnen das Brot. Wir können das Gold besser brauchen. Alter, wir haben schon wieder so viel Gold auf Lager. Oh, lecker Schmecker. Plus 100 ist schon geil. Ich müsste mal herausfinden, wie viel aktuell... Weißt du, ich bräuchte so eine Liste einfach, wo genau drin steht, so und so viel Arbeitslose habe ich. Gibt's sowas? Wisst ihr das? Könnt ihr mir das sagen? Weil es fehlt angeblich jemanden schon wieder an einem Hausplatz. Hier ist tonnenweise Platz, den ich zugewiesen habe. Baut einfach, Jungs. Tu mal das weg, tu mal das weg. Ich würde hier gerne gucken. Es fehlt an bestimmten Prestige-Sachen. An Prunk fehlt mir es hier. Und hier fehlt es mir an Prunk. Mhm. Mhm. Was? Eine Hopfenform. Ja, da können wir bald saufen hier. Komm, ein paar Straßenschilder, oder? Also hier kommst du hier lang. Nein, ich habe nicht mit dir geredet, mein Freund. Sollst du auch nicht verstehen. Hier ist ja auch total verwirrend. Hier kommt auch nochmal ein Straßenschild hin. Natürlich vor dem Dorfplatz kommt auch nochmal... Alter, wie die hochgezogen wird, die Riesenkirche. Schaut euch das Bild an. Das ist ja geil. Die ziehen es hoch. Das wird ein Riesenkomplex eigentlich. Wir kriegen die weirdeste Kirche wahrscheinlich im ganzen Land. Weil Spielerbaum einfach hier ein fettes Kloster hin. Straßenschild wurde gebaut.
Das müsste eigentlich auch hier den Reiz zu wohnen erhöhen, oder? Also hier um das Schild herum ist es ja auch schon so, yo, geil, hier will ich wohnen. Hier oben ist es ja auch so, oh, geil, hier will man wohnen. Ich tue mal hier das Ganze erweitern. Hier sollen sie überall wohnen dürfen. Das soll alles Wohngebiet werden. Vielleicht machen wir es einfach so, dass wir sagen, wenn wir hier außen rum einen Kreis ziehen. So. So. Das schaut doch auch schon gut aus. Perfekt. Und vielleicht sollen wir hier das hier aushöhlen. Dass hier einfach zum Beispiel nicht gebaut wird. Aber dann sollte der Depp halt bauen. Wenn er keinen Platz findet, ist es sein Problem, nicht meins. Ich habe genug zugewiesen. Verstehen tue ich es nicht. Verstehen tue ich das jetzt nicht. Ah, apropos, wir wollten schauen, wie viele Arbeitslose drauf sind. Wenn, dann werden die hier unten sein. Wir haben 5 Arbeitslose. Geil. Also, nicht jetzt so geil. Aber wir können hier Kohle schon mal hinhauen. Und dann bauen wir unseren ersten Köhlermaster. Hohe Ziehung kriegen wir minus. Verstehe ich gar nicht. Kühlerei. Die stellen wir jetzt hier direkt hin. Dass die Bären hier auch schön mit Kohle bedeckt sind. Ich glaube, wir kriegen aktuell immer noch Plus, oder? Wir haben Minus gemacht? Wartungskosten. Alter Verwalter. Da haben wir schon ein bisschen viel. Gekauft für 304. Das war wahrscheinlich auch, dass wir so viel gebraucht haben in dem Monat. Weil die Handelseinnahmen waren letzten Monat echt uncool. Oder ich bin einfach zu doof für das Spiel. Das kann natürlich auch sein. Hoffe ich jetzt mal nicht, aber ist ja alles möglich. Wir sollten auch mal vielleicht bald Käse verkaufen. Ach, jetzt hat... Laufen sie immer noch so. Mann, ihr könnt doch bitte einmal so normal wie normale Menschen laufen. Jetzt werden die ganzen Wege hier oben vergehen. Weil die alle zwischendurch reinrennen. Ey, das sind solche Vollhorsts. Ich sag's euch, das sind Horsts. Das eine ist Seppelhorst, das andere ist ein Doppelhorst. So, der Köhlermaster, der steht auch bald. Da brauchen wir wieder Werkzeuge für. Wir müssen so schnell wie möglich Werkzeuge produzieren, weil die sind so teuer. Also, wo ist denn jetzt das Eisen, wenn wir jetzt so schon da oben? Weil wir müssen das Gebiet kaufen, weil ich glaube, ich kann jetzt hier ihm nicht sagen, dass er das abbauen soll, ne? Scheiße. Wir haben aktuell kein anderes Eisen in Aussicht so schnell. Doch, hier oben hätten wir eins. Aber das ist nicht in meinem geplanten Ausbaubereich aktuell. Es fehlt doch nichts. Was hast du denn mit deinem schönen Haus? Wohn noch im Dorf, wo alle leben, wo alles ist, wo das Leben vorangeht. Wir müssen eh das Gebiet dann als nächstes kaufen. Das wird interessantos. Oh. Köhler, bist du fertig? Nee. Aber ist alles da, jetzt muss es nur noch hochziehen. Es entschließt sich auch keiner mehr da zu bleiben, weil es an zwei an irgendwas fehlt. Und wie es scheint, an Essen. Oder ist es Taverne? Bringt Taverne Geld? Das wäre jetzt mal interessanter, sonst wäre eine Taverne ganz geil. Im Dorf so eine kleine Taverne, wo sie schön trinken können. Das wäre was, wenn ich damit Geld mache. Zu Leibeigenen befördern, zu bürgerlichen befördern. Hups, das hat mich mein ganzes Geld wieder gekostet. Ja, das war jetzt nicht so schlau, aber das müsste doch eigentlich Geld geben, wenn ich die befördere, oder? Oder sehe ich das jetzt komplett falsch, weil die verdienen ja nichts. Ich muss ja nur die Gebäude warten. Also eigentlich habe ich so gesehen, dass wir nur die Gebäude warten müssen. Wir müssen aber keinen Lohn geben. Ja, dementsprechend geht auch gerade mein Geld hoch, so wie ich es mir vorstelle. Ich habe letztes Mal die nicht befördert, weil ich dachte, vielleicht muss mit dem Lohn, dass ich den Geld geben muss. Aber eigentlich, je höher sie sind, desto mehr müssen sie zahlen, oder? Versteht ihr das falsch? Jetzt haben wir auch einen Köhler. Der macht uns schöne Kohle. Und ich denke mal aus Holz.
Bedeutet, unser Holzverbrauch steigt auch. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Holz dann auf Lager. Das geht jetzt alles in die Kohle. Wir müssen eh bald die Holzfäller mal reduzieren auf ein Gebiet. Weil wir haben eh schön alles langsam freigeschlagen an Wald. Das Dorf muss noch ein bisschen befreit werden hier. Oh, warte mal. Hat neue Prachtstufe Freischaltungsmöglichkeiten gesperrt. Oh. Niedrige Steinbau Kirche. Handelsbonus. Wir können eine Kirche bauen, Jungs. Das wäre eure Bitte. Gott würde es schätzen wissen, wenn ihr einen Mund seiner Pracht bauen würdet. Baut eine Kirche. Plus 10, plus 100 Gold. Und habe ich eine andere Priorität. Wie geht sich das denn aus? Wir wollen eine Kirche bauen. Jetzt habe ich das Teil fertiggestellt, ne? Und jetzt sagen sie, hey, yo, bau doch mal eine Kirche. Das wäre geil. Kirche. Holy shit, da können wir viel machen. Ich glaube, da werden wir uns das nächste Mal spielen, weil da können wir richtig viel Scheiße mitbauen. Rot. Großer Glockenturm. Rot. Blau. Steine. What? Okay, das wird interessant. Das wird interessant. Ich sehe schon kommen. Hier steht Taverne. Ein Holzerweiterung. Steinhalle. Steinerweiterung A kann eine Funktion abgelegen. Steinerweiterung B. Ich würde mal einfach dann eine ganz simple Taverne bauen. Stallungen, stabiler Zaun. Alter, was gibt es denn da für Erweiterung? Terrasse? Balkon? Wir müssen uns einen richtig schönen Platz für die Taverne suchen. Die stellen wir dann auch auf und dann schauen wir, wie es aussieht. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.